Genau. Ich auch. Also ich kann jetzt auf 36 gehen. Maske, rotes Schemack und mein Schwierigkeitsgrad wurde erhöht. Auf fortgeschritten kannst du denn nur noch spielen, Im Tiermodus werden hier die Tierpunkte eingestellt. Sein. In ihrem derzeitigen Tier ist nur die Schwierigkeit extrem verfügbar. heißt, du spielst jetzt nur noch auf extrem? Ja. Krass! Ja, dann wird's natürlich richtig geil mit dem Unsynchronen. Das ist natürlich auch nochmal was richtig Also, Schönes. okay. Also ab 35, ja. Ey, aber ab Level 35? Ist das nicht ein bisschen krass, dass da noch 35 Level sind, bis wir auf Level 1 sind? Ja. Und warum habe ich da unten ein Thronensymbol? Siehst du die Markierung, die ich da gerade gemacht habe? Welche Markierung? Ich muss mal kurz zu dir. Ein weißes Dreieck. Siehst du das da hinten? Ja, das sehe ich, ja. Da ist eine Drohne. Und zwar von dir. Ja, das ist ein Okay. Drohnensymbol. Als wenn du da mit deiner Drohne unterwegs wärst. Also ich habe da gar nichts. Auch nicht schlecht. Also irgendwie ist hier. Das Gute ist, es liegt nicht an meiner Leitung, sondern es liegt wirklich an dem Peer-to-Peer. Dass hier irgendwas sehr stark durcheinander ist. Da bin ich relativ froh, dass es nicht an meiner Internetleitung liegt. Okay, haben wir jetzt alles in diesem Gebiet oder müssen wir noch irgendwelche Skurrilitäten machen? Also ich sehe nichts mehr außer den Konvoi. Ja, scheiß auf den Konvoi. Obwohl, warte Ja, mal. das war's Nee, aber auch. der 3,5, den können wir ruhig Ja. nochmal Das ist abhängen. Den brauchen wenig. wir Das nicht. sind ja, also das sind Konvois, die wir schon hatten. Also die, die Ja, 5000 deswegen haben, haben die die sind so unsicher wenig. Ja, wenigstens. deswegen haben die so wenig. Ja. La Cruz. La Cruz haben wir abgearbeitet komplett, ne? Da gab's ja nichts. Ja. Ja, da fährt auch nur ein Konvoi, den wir schon haben mit 3,5. Ja, ab jetzt gibt es nur noch Stufe 5 Gebiete. Ja, 5,5 sehe ich auch jetzt nur. Ah, hier, nee, der Remanzo, der mit der geilen Mönchfrisur, der hat noch 4, Ja, das ist der letzte Vierer. nee, und neben ihm gleich rechts auch der Unbekannte, San Ach, Mateo, da ist ist auch noch San 4. Miato. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Interessant. Ja, Alter, da haben wir aber noch. Ey, ich hätte jetzt gedacht, dass wir eventuell noch so drei Gebiete hätten, aber wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Gebiete, die 5 Sterne haben. Und zwei Gebiete, die. Das heißt, wir haben insgesamt noch 7 Gebiete. Krass. Ja, Nur, das ist dass du wirklich gesagt, du kannst heftig. heute nur bis 10. Und jetzt haben wir Ja, schon genau. 11. Deswegen, ja, also jetzt ist das perfekter Zeitpunkt eigentlich dafür. Ja. Ja, ehrlich, Mann, heute ist echt skurriler Tag. Also. Ja. Von all dem, was damals passiert ist, ja, von Anfang an, war das heute Genau. der geilste Tag überhaupt. Egal von den Leuten, die angerufen haben, vom Unterbrechen Genau. her, vom Wechsel und was nicht alles war, war das ein sehr Das stimmt. interessanter Tag. Oh ja. Und wir haben mal nicht Ja, eine. ist Ach, so. übrigens, das letzte Mal, wo wir auf dem Berg waren, ne, und da uns so lange unterhalten haben, das war eine ganze Folge. Ernsthaft? Ohne Scheiß, das war eine Krass. 20-Minuten-Folge. Krass, okay. Das ist schon Haben sich aber heftig. trotzdem viele angeguckt. Die ja wollten das hören, was wir gemacht haben. Fand ich gut. Na gut, okay. Immerhin. Okay, Dass es ich doch nicht so beende kurz das langweilig war. Spiel. Ich mache aber noch nicht die Aufnahme zu Ende, weil wir gehen noch kurz auf die Genau. Internetseite. Das wollte ich Weil nämlich wir auch wollen mal machen. gucken, wie weit wir da sind. Weil ich glaube, das interessiert auch mal viele. Alter Leute, ihr spielt jetzt ein halbes Jahr und seid immer noch nicht fertig. Ja, wir wollen jetzt ja zeigen, so 100% bei so einem gigantischen Spiel, das dauert. Ist ja nicht umsonst, dass wir hier schon über 130 Folgen haben. Jetzt müsste ich allerdings noch mal wissen, wie man noch mal auf die Seite kommt. So, das Ah, guck mal, es war. gibt eine Challenge wieder. Kartellbasis in Tabaku zerstören. Haben wir gar nicht gemacht. Okay, das haben wir wirklich noch nicht gemacht. Können wir beim nächsten Mal machen. Ich guck gerade mal, was man da so machen muss. 12.4. Hä? 12.4.2017? Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Ja, das ist schon ein paar Monate her. Ja, diese Seite, weißt du, du guckst auf die aktuelle Challenge und irgendwo passiert irgendwas. Das ist auch alles scheiße hier. Ja, wo waren das, wo man das nochmal gucken konnte, wo man auf die Ich Seite überlege kam? auch gerade. Man konnte das doch auch über die PlayStation machen, nicht nur über die App. Nee, du
Du hast. Nee, nicht über die App. Du hast das hier gemacht. Du bist direkt auf die. Ja, das meine ich ja. Über, genau, man konnte das ja über diese Dinger da machen. Hm. Ich gehe nochmal auf die Seite, weil er öffnet hier direkt die Wildlands-Seite. Da müsste man ja eigentlich automatisch auf sein Zeug draufkommen. Ich guck nochmal. Ach, warte mal, war das nicht im Charakter-Dings? Nee, hier ist es. Season Pass, Medien, löse deinen Punkt ein. Ghost Network. Go sneak in Redwood. Das ist da, wo man auf Challenge. Wo man auf Challenge da geht. Dieses mittlere, wo Ghost irgendwas steht. Aber ich muss mich schon wieder anmelden, komischerweise. Zum Internetbrowser. Ja, ich bin nicht angemeldet mehr, warum auch immer. Okay, Leute, so, wir haben uns angemeldet, nachdem wir unsere Daten erstmal wieder gesucht haben. Und so wie es ausschaut, ist diese eine Challenge da wirklich wieder eine neue Challenge. Sie läuft schon wieder nur 3 Tage. Aber weshalb, wir haben sie schon wieder verpasst. Haben nur noch 2 Tage, um sie zu aktivieren. Da, Live-Season, okay. Genau. Ah, Season 5. Ja, Season 4 war das mit den Hexen. Nee, Quatsch. Ja. Season 3 war das mit den Hexen. Season 4 war das, wo wir ja gesagt haben, wir wollen nicht die ganze Sache mit den C4 in die Luft jagen. Ja. Titel Aktualisierung Stufe 7. Aha. Okay. So. Wo kann ich denn hier mal auf mein Profil gucken, dass ich mal alles angezeigt bekomme? Da, mein Profil also, Ghost anzeigen. Genau. Genau, Ghost Profil. Das habe ich jetzt auch gerade bei mir. So, ich bin jetzt auf Stufe Tier 36. Genau, bei mir ist 35 jetzt. Und mehr wird nicht angezeigt. Da, vervollständigen. Doch, genau. So, ab und also, ich habe Provinzen 100% und habe abgeschlossene Einsätze 68. Genauso wie bei mir. Und ich habe entdeckt 12 und habe Sekundäreinsätze 8, komischerweise nur. Exakt, genau das habe ich auch. Ich habe 137 Akten, 47 Waffen, 26 Erfolge. Okay, du hast eine Akte mehr als ich. Ich habe 136. Interessant. Okay. Hast du wohl mal irgendwo mal eine, vielleicht, wo wir wahrscheinlich mal irgendwo gestorben sind oder so, habe ich wahrscheinlich mal eine zu früh eingesammelt oder so. Ich bin 177 Mal gestorben. Anzahl der Tode? Ja. 205. Okay. Was aber interessant ist, ich habe angeblich nur 497 Gegner getötet. Okay, da bin ich ein bisschen mehr. 663. Das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch weitaus mehr Gegner getötet. Keine Ahnung. Tier 1. Ach, weißt du, was das ist? Ja, das ist die Zahl, während wir in Tier 1 sind. Ja. Oha, wir sind, während wir in Tier 1 sind, schon 177 Mal gestorben? Krass. Ja, ich 205 Mal. Scheiße. Ich habe noch keine Waffe vollständig aufgewertet. Oh, die kann man sogar weiter aufwenden? Krass. Aber wir spielen schon 16 Stunden lang in Tier 1. Also ich zumindest. 16 Stunden, okay. 13 Minuten. Okay, bei mir sind es 14 Stunden, 7 Minuten. Und du bist mehr höher im Tier als ich. Ist das nicht behindert? Ja. Wie viel machst du Tierpunkte pro Stunde? 3.355. Okay, bei mir sind es 4.922. Ja, dann machst du irgendwas. Du hast einen höheren Multiplikator. Wahrscheinlich, weil du mehr Granaten schmeißt oder so, machst du irgendwelche Dinge. So, Nacko habe ich für 20 Minuten gespielt und habe 9 Einsätze. Interessant, 9 Einsätze, wo habe ich denn die gemacht? Okay. Okay, hier unten ist es. Spielzeit. Ich bin Überwacher. Was bist du? Ich bin Überwacher bei Spielzeit. Okay, ich bin Kommando. Interessant. Ja, Kommando ist wahrscheinlich dein Rang, weil du der Anführer unseres Trupps bist. Das weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Mal gucken, was du dann auf der rechten Seite nämlich stehen. Also, Spielzeit. 2 Tage, 16 Stunden, 53 Minuten. Interessant. Du hast fast zwei Stunden mehr als ich. Ich habe 2 Tage, 13 Stunden, 4 Minuten. 2 Stunden mehr? Na okay, die 2 Stunden können sein, als ich das gemacht habe mit dem Vermessen und so. Das kann sein, ja, dass da die 2 Stunden herkommen. Taktische Planung 41% nur, lautlose Eliminierung 50%. Ja, bei mir ist taktische Planung 37% und lautlose Eliminierung 59%. Ja, du bist mehr mit der Sniper unterwegs und ich habe ja mehr. Ja, meine bevorzugte Waffe ist die MG 121, die MG5. Ja, bei mir die G36 Kompakt. Was hast du bei Spielziel noch? Durchschnittliche Tötungsentfernung?
52 Meter. Ja, genauso wie bei mir. Okay. Ja, wie viel ist denn das? 2 Tage und das sind dann 48 Stunden, 58 Stunden, 64 Stunden spielen wir schon. Um den Dreh. Sagen wir mal, 65 Stunden Spielzeit haben wir schon. Alter, wir haben in Okay. 3 Monate 65 Stunden gespielt, Alter, krass. Ja. So, Überlebensfähigkeit? 9 Minuten, Ja, bei mir 49 auch 9 Sekunden. Minuten. Du hältst ein bisschen länger aus als ich. Ich habe 9 Minuten 32 Sekunden. Interessant, wir sterben alle 10 Minuten. Also das heißt, wir sterben Ja. pro Folge zweimal. Genau. Oh Weitester Mann. Schuss, Weitester Schuss? 401 Meter. Bei mir 441. Oh, okay, warst du 40 Meter. Präzision ist leider bei mir runtergegangen, weil ich meinen schweren MG, ich Ja, bin auf bei 12,14. mir auch. Okay, da habe ich 18,31. Was ist deine zweitbeliebteste Waffe? Meine zweitbeliebteste ist G36. Bei mir die zweitbeliebteste ist die M4A1, A4, Ah. M4OA5. Jetzt habe ich es, mein Gott. Okay. So, jetzt kommen wieder die geilsten, die Reisedinger. Ich bin genau Ja. 5 Stunden 59 Minuten gefahren. Das ist krass. Ich bin nur 2 Stunden 16. Flugzeit 8 Stunden 49 Minuten. Da bin ich auch nur mit 2 Stunden 34. Okay, ich bin weitaus länger gefahren. Also wenn wir das noch machen wollen, dann musst du mehr fahren, ich muss mehr fliegen oder andersrum. Okay. Oh Ey, ich bin fast 9 Stunden geflogen, du bist gerade mal 3 Stunden, Mann, krass. Karte erkundet 100%. das habe ich auch, ja. Teamkameraden Wiebel, ich habe dich genau 123 Mal wiederbelebt. Immerhin, ich habe dich 105 Mal wiederbelebt. Drohne verwendet 1 Stunde 34. Da habe ich ein bisschen länger, 1 Stunde 40. Tötung durch Sprengstoff, 50 Leute habe ich mit Sprengstoff getötet. Ja, das habe ich das Doppelte geschafft. 104. Ja. Ja, hier sind die Tötungen. Also allein mit meiner MG5 habe ich 19.000 Schuss abgegeben und Ja. habe 672 Leute nur getötet. Übel. Ist das die allererste Waffe mit den meisten Schüssen? Ja. Pass auf, bei mir, das ist bei mir die G36 Kompakt. Ich habe 27.000 Schüsse abgefeuert und 2.048 Ja, okay, du spielst ja auch seit Anfang an mit der Knarre, Leute ne? Das Geile ist gekillt. bei mir, meine zweite Waffe ist nicht mehr die G36. Meine zweite Waffe ist die ACR jetzt mit 6.176 und Okay. 392. Und weißt du, was das Lustige ist? Meine G36 ist die dritte mit 6.073 Schuss, also 103 Schuss weniger, habe aber genauso viele Leute getötet damit, 392. Auch nicht schlecht, ja. Oh Gott, ich bin ja richtig schlecht beim Aim. Ja, frag mich mal. Vor allem das Interessante ist, ich habe mit der Saiga 12 komischerweise 120 Schuss abgegeben, ich habe aber nicht einen getötet. Interessant. Genau das gleiche mit der Spass 12. Ich hab 40 Schuss abgegeben, ich habe nicht einen getötet damit. Ach, das ist wegen Dings. Ja, zum Beispiel, ich habe ja auch mit den Waffen rumexperimentiert. Erinnerst du dich noch an das Teil, wo wir dann am See waren und ich dann gesagt habe, ey, die Waffe sieht ja lustig aus, mit dem seitlichen Magazin? Ach ja, Wo ich da dann haben wir ja einfach ein die ganze Zeit bisschen, geschossen ja, habe? und wir haben auch Genau. schon mal anders schon mal getestet, ja. Genau, deswegen. Und das zählt nämlich auch dazu, weil ich sehe gerade das Experimento, dieses Gewehr eben, was da mit dem seitlichen Magazin ist. Da habe ich 100 Schüsse abgefeuert, exakt, und habe null Tötung eben, ne? Also ist das wahrscheinlich immer diese Probedinger, die wir einfach abfeuern. Ja, aber Nö, man da kann macht mal das, sehen. das haut, genau, das haut die Genauigkeit runter, Ist ja klar, du schießt, aber triffst nicht, ne? Das ist ja jedes Mal ne? 0% Präzision. Genau, also das heißt, Spaß feiern zieht deine, ja, Genauigkeit runter. Ja, testen macht dich fertig, Alter. Ja, Ja, aber ich muss sagen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. ich auch nicht. Also, was ist denn jetzt? Ich muss mal kurz, ich bin gerade zu faul zum Rechnen, Alter. Was muss ich rechnen? 60, ne? Was denn? Nee. Was willst du machen? Ich bin zu müde Die gerade. zwei Also ich habe Tage? jetzt 2 Tage, das ist mal 24, ne? Genau, sind ja Das Stunden. ist, ja, warte mal, das sind 48 Stunden. 48 plus 16. Ich bin so müde, ich kann das gar nicht mehr rechnen, Alter.
Ja, 64. 64 Stunden und 53 Minuten, also fast 65 Stunden haben wir jetzt insgesamt gespielt. Haben die komplette Karte entdeckt und sind davon 9 Stunden geflogen. Interessant. Und ja, aber leider ist nicht der Gesamtfortschritt der Karte, wie viel wir jetzt an Sammelobjekten und so leider haben. Finde ich leider schade. Ruhmeshalle. Kann man da auch gucken? Bestimmt haben wir nicht eine Sache als Ruhm. Ich sehe da Was auch ist denn nichts, das? ehrlich gesagt. Ach nee, das sind andere Leute. Ja. Irgendwelche Community-Sachen. Amazing Content Creator and makes Ghost Recon Videos almost daily. Ey, ich mach das auch. Warum bin ich nicht da? Und welche komischen YouTuber haben sie hier verewigt? Das ist ja gemein. Warum ich nicht, Alter? Ich habe mehr Folgen als die zusammen. Ich glaube, ich bin sogar der auf Platz 1 oder auf Platz 2 in Sachen Videos hochgeladen. Ich habe gesehen, einen Deutschen habe ich gesehen. Der hat genauso viele Videos wie ich. Aber der ist weiter. Ich glaube aber nicht, dass sie auf den härtesten Schwierigkeitsgrad spielen. Bin mir nicht sicher. Ich habe nie Ja. reingeguckt. Ich habe nur gesehen, folgende Videos wurden mir vorgeschlagen. Habe ich das halt gesehen. Ja, dann habt ihr auch mal unsere Statistiken zum Schluss gesehen. Könnt ihr euch mal rüber lustig machen, wie schlecht wir sind. Leider ist die Statistik nicht inklusive Bugs. Das ist leider nicht mit drin, wie viele Bugs uns passiert sind. Das wäre leider schön, wenn das mit vorkommen würde. Ich glaube, da wären wir auf jeden Fall auf Platz 1. Wären wir guter Spitzenreiter, würde ich sagen. Ja. Ach, guck mal einer an. Gehöre mehr als einen Monat zu demselben Einsatzkommando. Ja, das schaffen wir ja locker geschafft. Ja, und dann steht da 0 von 36. Echt Das jetzt? heißt einen Monat, danach 3 Monate, danach 6 Monate, danach 12, 24 und 36. Du hast eine Okay. Bezahl? Krass. Dafür gibt es am Es gibt 6. Mal schon wieder 200 neue Bits. DLCs. Echt jetzt? Es gibt schon wieder neue DLCs. Und diesmal sogar Fahrzeuge neue. Jetzt kannst du von der Unidad. Warte, das wollen wir jetzt noch mal kurz gucken hier. Tatsächlich, du kannst hier Unidad-Hubschrauber und so. Ein Buggy. Ohne Gatling Gun. Was ist das hier? MTV? Das ist der Panzer. Okay. Aha, okay, Santa Blanca. Ist genau das gleiche, nur mit anderer Farbe. Ist eins zu eins dieselbe Scheiße. Nur ein anderes Fahrzeug, ein Truck am Schluss. Und was ist das hier? Ritual. Machtgeist. Dann zeig mal her. Na, zeig doch mal. So. Sieht aus, als hätte mir einer ins Gesicht geschissen, Alter. Ja, so echt. Noch langweiligere Sachen. Okay, vielleicht hat das irgendeinen kulturellen Hintergrund bei Bolivien, aber ich bin mir, also das ist ja mal. Also das ist echt arm, muss ich ja echt sagen. Einfach wieder nur neue Skins. Und dann kannst du dir so ein Buggy ohne Gatling Gun kaufen. Warum sollte ich mir ein Buggy ohne Gatling Gun kaufen? Selbst wenn ich nur aus Spaß von A nach B fahre, will ich doch trotzdem ein Gatling Gun für Notfälle haben. Ja. Also manchmal verstehe ich die nicht. Empfohlen von der Community. Am Arsch, Alter. Als wenn die Community sagen würde, kauf DLCs. Alle sagen das. Das ist aber denn eine sehr käufliche Community. Ganz ehrlich. Aber weißt du, was das Lustige ist? Im Grunde genommen sind diese Angebote hier bei Wildlands genau das gleiche wie diese bezahlten Mods von Fallout 4, die es momentan gibt. Ich meine, du musst Ja. ja. Nur, dass das hier offiziell von Ubisoft ist und das andere ist von Drittanbietern, die dann einfach so verkauft werden. Über Bethesda. Na gut, Leute. Ich habe keine Ahnung, was die nächste Challenge ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das schaffen, rechtzeitig wieder aufzunehmen. Aber hey, wir haben auf jeden Fall schon mal genug Material, dass wir hoffentlich dann mal ab morgen für euch weitermachen können. Für uns wird es wahrscheinlich wieder ein Monat sein, keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass es einfach für euch morgen weitergeht. Oder Bro, wie schaut's aus? Meinst du, das kriegen wir hin? Ja. Ich glaube schon. Morgen wird wahrscheinlich auch klappen. Okay, siehste, dann nehmen wir schon morgen wahrscheinlich wieder auf, dann habt ihr wieder jede Menge Sachen. Und wir kommen langsam voran. Und wer hätte es gedacht? 65 Stunden, wir haben immer noch 7 Missionen vor uns. Da freue ich mich schon richtig drauf. Halleluja. Genau. Ja, ist krass. Also 100 Stunden. Also ich sag ja immer noch, 100 Stunden.
Das sind noch 35 Stunden haben wir noch vor uns. Ich bin mal gespannt. Könnte sogar hinkommen, ja. Weil wir haben ja mal ausgerechnet eine Stunde pro Gebiet. Oder pro 10%, was wir da mal ausgerechnet hatten. Ne, pro Prozent, ne? Hatten wir, glaube ich, ausgerechnet. Pro Prozent eine Stunde. Mhm. Das wird echt interessant. Leider gibt es in dieser Statistik nicht, wie viel man schon vom Gesamtfortschritt hat. Und leider gibt es keine richtige Statistik, dass man das mal so nachgucken kann. Wie bei GTA zum Beispiel, die ist ja schön detailreich. Da kann man ja wirklich alles nachgucken. Sogar, wie oft man über eine Brücke rübergesprungen ist oder so. Ja. Okay, Leute, dann wollen wir uns nicht weiter die Zeit totschlagen. Verabschieden wir uns. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn wir uns ab und zu künstlich aufgeregt haben, war es doch nur künstlich. Und am Schluss haben wir ja trotzdem weitergemacht. Oder, Bro? Genau. Solange die Disc inklusive PlayStation nicht durch die Wohnung fliegt und irgendeinen armen Typen auf der Straße erschlägt, ist noch alles im grünen Bereich, würde ich sagen, oder? Genau so ist es. Wir haben viel Spaß. Das ist Operation Kingslayer. Hören Sie zu. Okay, Leute, macht was Sinnvolles. Ihr seid die Besten. Und wenn ihr wollt, seid ihr nächstes Mal wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao. Ciao.